Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge am heutigen Dienstag. Ich wünsche allen einen guten Start nochmal einmal in die Woche. Ja, heute Abend nicht vergessen ist Livestream und ich würde mich darauf freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Jetzt haben wir hier na klar wieder Probleme ohne Ende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, so habe ich mir das jetzt nicht hier vorgestellt. Wir müssen also erstmal hier wieder ein bisschen mal aufräumen. Dann schieben wir das Ganze jetzt erstmal hier ein Stück nach hinten. Ja, wen es interessiert, ich habe mittlerweile, ne, logischerweise nach der Folge der letzten sofort den Karton geöffnet, weil ich wollte doch wissen, wie das Ganze aussieht. Ja, ob da noch alles dabei ist. Sonst hätte ich direkt mal wieder eine Runde reklamieren müssen. Ach, da war der Schnickschnack, der nächste. Ah, der erste ist also fertig. Das ist schon mal sehr schön. Und ja, um den Gedanken noch mal weiter fortzuführen, ich muss jetzt ja gerade sofort aufbrechen, ne? War ja da gespannt wie ein Flitzebogen, bin da total aufgeregt jetzt mal drüber, weil ich, ne, es ist noch nicht zusammengebaut, es ist nur ausgepackt, mehr nicht, ne? Also wer es mal ausgepackt sehen möchte, was ich mir geholt habe, ist also einmal hier, ne, das. Wird dafür nicht bezahlt, ne? Das ist jetzt keine Werbung, nur damit ihr das mal wisst. Ist also das Terramaster, das ist also ein Nassgehäuse, so sieht es von vorne aus, so von der Seite, so von hinten, und das Wichtigste für mich ist hier unten dieser Anschluss, der 1000 GB LAN-Anschluss. Klar habe ich ja noch USB zwei Stück, das ist ja klar auch nicht schlecht, aber da ich ja hier in einem Netzwerk, was ich selber aufgebaut habe, ja arbeite, habe ich hier ein 1000 GB LAN, das ist schneller als wie USB, möchte ich mal behaupten, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe, und von daher, ne, ist das für mich sehr vorteilhaft. Der nächste Vorteil ist, ich kann die Platten hier, ja, zeig mal eben, ja, mach einfach hier auf, sind leer, also da ist nichts drinne. Und ich kann also hier die Platten selber einbauen in der Größe, wie ich sie haben möchte. Ist mein erstes Gehäuse dieser Art, dass ich mir das so geholt habe, wo ich also die Festplatten dann selber einbauen kann. Werde ich dann tun. Es ist ein, ja, sehr kleines Gehäuse. Bin mal gespannt, was das Ding hier all kann. Bin schon nachher mal drauf gespannt, wenn ich es dann, ne, nach der Aufnahme dann hier fertig habe. Ja, ne, da kommt dann eine Festplatte drauf und da habe ich mir ja auch eine etwas größere Festplatte gegönnt. Na klar, für ein NAS-System tauglich. Ja, die Iron Wolf mit 8 Terabyte ist das. Also da geht schon ein bisschen Videomaterial drauf, daher habe ich die geholt. Weil, ne, irgendwo muss ich ja das ganze Videomaterial, was ich hier produziere, auch speichern. Und die kommen dann einfach hier so drauf, werden hier unten mit ein paar Schrauben hier, ich zeig das mal, so hier festgeschraubt, und dann schiebt man die dort in das System hinein. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Ob es dann funktioniert und wie es funktioniert, werde ich euch dann im Livestream berichten. So, jetzt haben wir ja hier lang genug uns um andere Dinge gekümmert. Jetzt sollten wir uns mal wieder hier um das Spiel kümmern. Ja. Wenn ihr also mehr Informationen noch dazu haben wollt, ich werde das, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Homepage zu bauen. Soll gucken, ob ich meinen Sohn nicht vielleicht damit beauftrage, der das jetzt in seinen Ferien macht. Aber ich glaube, der wird mich sehr wahrscheinlich zum Teufel jagen und sagen, ist gut jetzt. Ich habe Ferien, ich will mich erholen. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Ja, mittlerweile werde ich auch, was das anbelangt, hier das Schieben, da werde ich langsam hier zum Profi, glaube ich. Also viel, ja, Silage, die ich hier schon durch die Gegend geschoben habe. Also ich weiß es mittlerweile echt nicht mehr. Also es sind schon ein paar Liter gewesen, die ich hier durch die Gegend geschoben habe. Weil da bin ich mir schon sicher. Oh. Ja, ich bin da mal gespannt, wie dann das Wochenende auch gelaufen ist. Auch hier bei mir ist Gewitter angesagt. Ein Gewitter und also also es soll gewittern und regnen. Nur wenn ich denn die Regenmenge gesehen habe, die wir kriegen sollen, mit 8 Litern bei einem Gewitter, na dann ja, was soll das denn für ein Gewitter werden? Alter? Das ist ja wahrscheinlich dann ein Gewitterchen, da machen wir mal ein bisschen. Ein leichtes Gewitterchen. Sag mal, ne, solange es Abkühlung bringt. Ist mir das alles egal. Bin jetzt nur etwas erstaunt, dass der da immer rumsteht, wenn er nicht weiterfährt hier. Aha, jetzt fährt er dann auf einmal doch da rein. Ah, nein, das wollte ich nicht. Oh, ich Fongelhong, ey. Oh. Ganz schnell hier Stopp. Warum macht er das denn weiter? Hallo? Oh. So, hörst du jetzt mal auf? Danke. Weil der echt, jetzt hat er da nochmal einen Aufnehmen gemacht. Oh. Echt, also wenn ich glaube, ich spinne jetzt hier. Jetzt wollen wir gleich mal gucken, weil muss hier glaube ich erstmal die ganzen Abfahrer jetzt hier entlassen und dann wieder mal dann ja, nach und nach hier mal hier reinfahren lassen. Weil das ist im Moment ja, nicht sehr schön hier. Das führt nur zu Problemen. Also ihr seht, zu viele Abfahrer, die hier gleichzeitig ankommen, ist auch schlecht. Jetzt mal hier langsam das hier so ein bisschen nach hinten schieben, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Naja, immerhin, wir schieben noch, naja, oder auch nicht mehr. Ja, ein paar Liter haben wir aber hier. Naja, ein bisschen schneller kann er ja schon fahren, oder?
Denke aber doch jetzt mal hier, dass wir hier den Stau hier erstmal jetzt auflösen. Ich möchte jetzt mal sagen, wir entlassen mal den und gehen wir erstmal hier rein, entlassen auch den. Müssen erstmal hier alle entlassen hier, weil, ne, das ist ja. Halleluja. Ich glaube, hier geht gar nichts mehr bei der Maisernte. Hier steht jetzt alles. Ich glaube, die stehen nämlich alle hier. Alter Schwede. Sind da vielleicht noch einer? Nein, da ist keiner mehr. Das ist ja schon mal schön. Das sieht doch schon mal sehr bezaubernd. Ja, das ist doch mal so. Sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn wir hier wieder zumindest mal das Silo wieder aufgeschüttet kriegen. Und einmal wieder rückwärts hier. Wie viel haben wir denn hier drinne? 2,8 Millionen schon. Halleluja. Ist das schon wieder was? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel wird. Weil da hätte ich direkt das große Kalsilo geholt. Also dieses Doppel-Kalsilo meine ich jetzt damit. Weil, ne, das wäre dann, ja. Ich glaube, praktischer gewesen. Also das habe ich doch schwer unterschätzt, was da an Mais bei rauskommt. Das habe ich doch mal schwer unterschätzt, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, geht's jetzt hier mal weiter. Trinken wir mal den letzten Schluck Kaffee, der mittlerweile auch kalt ist.
Unglaublich. Naja gut, drei Folgen sind anderthalb Stunden, die ich jetzt aufnehme. Anderthalb Stunden darf der Kaffee auch mal kalt sein. Auch bei den Temperaturen, die wir jetzt haben. Gut, ganz kalt ist er noch nicht, aber ja. Er schmeckt auch schon ein wenig, ja, abgestanden, möchte ich sagen, so ein bisschen. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ah. Ich bin mal gespannt, ob wir das hier in der Folge fertig kriegen oder ob wir das wieder im Livestream heute Abend dann noch weitermachen müssen. Also die Maisernte, die haben wir jetzt bald durch. Zuckerrübenernte noch lange nicht. Ja, auch noch überlegen, was wir da machen. Sag mal, ne, so ein zweiter Ruder würde uns ja doch eine ganze Menge Geld kosten. Da bin ich auch noch überlegen, ob wir nicht uns zwei Ruder mit ja, dementsprechend dem Schneidwerk uns mieten, damit wir das da etwas schneller mal über die Bühne kriegen. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht im Moment so schnell fokussieren. Denn ich bin. Also ich habe zwar jetzt mittlerweile ne, die Änderungen vorgenommen, das habt ihr ja gesehen. Ne, das Zuckerrübenlager und Potatolager ist auf der Karte zwar fertig, aber die Karte, ja, sag ich mal, ist noch nicht fertig. Da müsste ich also mal gestalterisch noch einiges hier dran tun. Weil im Endeffekt eins ist klar, ich kann nachher im Nachhinein, ja, auch wenn ich sie neu gestalte, musste dann jedes Mal einen neuen Spielstand starten. Und das ist mit Seasons da klar nicht so das, was ich gerne möchte. Das wäre jetzt nicht so das, was ich gerne tun würden, wollen. Denn wenn ich jetzt einmal umziehe auf die neue Karte, dann möchte ich gerne auch, ja, dass das Gelände fertig ist. Jetzt ist ja klar, 16-fach Karte, ist das noch gerne mal, ne? Das ist eine riesen Baustelle. Also vor allen Dingen, was es ja, Gelände anbelangt. Auch die Straßen müssen nochmal neu angepasst werden. Auch das ist noch viel, viel Arbeit. Ich glaube, da bin ich schneller mit der Zuckerrübenernte fertig, als wie ich hier. Wollte ich jetzt sagen, achso, ich bin schneller mit der Zuckerrübenernte fertig, als wie dass ich ja, die Map fertig habe. Was das Gelände anbelangt, nur das Gelände, nicht von den anderen Dingen. Was mich jetzt mal interessieren würde, was der jetzt machen würde, wenn ich ihn wieder einstelle. Der dann normal weiterarbeiten würde oder aber dann hier wieder seine komischen Pirouetten hier dreht. Können wir gleich mal testen.
Gott. Sorry, ich bin schon wieder an das Mikrofon gekommen. Ich würde sagen, den schicken wir jetzt hier nochmal auf eine Ehrenrunde, oder? Ach, das Silo wollten wir auch noch zumachen. Aber ich will jetzt erstmal wissen, was der jetzt hier tut. Weil wenn er das nämlich nicht tut, das, was er tun soll jetzt eigentlich. Hä? Sie ist nirgendwo im Motor an, oder? Warum fährt er jetzt hier nicht? Ach, du ahnst es nicht. Warum fährt er jetzt hier nicht weg? So, aber weiterfahren. Wollen wir mal gucken. Warte, jetzt im Welt. Jetzt bin ich da echt mal gespannt. Okay, er testet schon mal die Höhe. Das ist ja schon mal sehr gut. Fährt er jetzt nicht weniger? Was hat er denn hier? Moment, wir haben hier irgendwo. Ach hier, Moment, hier, da haben wir es da. So, aufschütten, alle mit laufendem Motor. Nur Curse Blame. So. Ah, mal gucken. Nein, er macht wieder seine komischen Sperenzins hier, das ist doch Käse. Das ist doch Käse, Freunde. Das ist doch totaler Käse hier. Ich hätte hier doch leider selber weitermachen. Ja, schade, dass das, also, ja, vielleicht wird das jetzt auch im Zuge der, ja, 602 mal überarbeitet, dass das hier etwas besser funktioniert. Das wäre schon super. Dass wir das auch mal überarbeiten würden. Das funktioniert irgendwie mittlerweile sehr suboptimal. Mal wieder nach vorne fahren, sehr schön.
Wir wollten das andere Silo auch zugemacht haben, ne? Fällt mir gerade mal ein. Ich würde sagen, das machen wir auch jetzt gerade erstmal, bevor ich jetzt hier weitermache. Denn das muss auch mal zu werden dort, weil ich sag mal, ne, jede Minute, die wir jetzt hier noch vertrödeln, dauert viel länger, bis das hier fertig ist. Oh nein, jetzt habe ich mich hier wieder festgefahren. Ah. Hä, warum geht eigentlich hier wieder? Nee. Ja, so richtig. Ich könnte mich jetzt aufregen wieder, ne? Dass ich immer die falsche Taste drücke. Alles wollte ich gar nicht. Ja, können wir also nicht abdecken, weil ich mal wieder in der Wand da festhänge. Ganz toll, super. Machen wir jetzt hier weiter. Schieben wir hier noch ein bisschen das Hexegut ins Silo. Das ist gerade sehr aufregend, ne? Hier das Hexegut zu sehen, wie man das hier ins Silo schiebt. Dann fahren wir wieder raus. Vor, zurück, 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 vor und zurück, vor und zurück. Ja, also heute Abend im Livestream sollten wir dann doch mal schauen, dass wir hier mal die Maisernte abgeschlossen bekommen, damit es dann auch mal hier weitergehen kann. Denn wir brauchen ja auch ja, mal wieder ein paar Fahrzeuge, ein bisschen mehr düngen können. Ja, Geld brauchen wir für ja, einmal die Kredite abzubezahlen, für ja, die eine oder andere Produktion uns auch leisten zu können, wie halt eine Diesel- oder Düngerproduktion. Denn wenn wir jetzt hier anfangen, oder wir haben ja schon angefangen, die ersten Silage in die BGAs zu schmeißen oder zu kippen, dann ist ja auch eins klar, daraus entstehen Gärreste. So, diese Gärreste können wir entweder zum Düngen benutzen oder wir nutzen sie dazu, um daraus Dünger herzustellen. Also von daher, ne, wäre auch eine Düngerfabrik jetzt nicht so verkehrt, wenn wir uns eine zulegen würden. Aber für all diese Dinge brauchen wir Geld. Da ist überhaupt gar kein Zweifel vorhanden. Da brauchen wir Geld für Geld, Geld und nochmal Geld. Und im Moment haben wir davon nicht genug. Oh, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja, ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Ja, mit diesen wunderschönen Bildern hier, mit diesem Stau. Ja, unglaublich hier. Mit diesem Stau werde ich mich dann mal verabschieden hier.
Und ja, würde mich freuen heute Abend. Mein Gott, was ist denn los heute? Ich würde mich freuen, heute Abend euch dann im Livestream wieder begrüßen zu dürfen. Ja, denkt dran, 19:30 geht's los. Und sollte auch im Normalfalle wieder die ganzen 4 Stunden gehen, so wie ihr das eigentlich schon mir gewohnt seid. Wenn dann die Qualität stimmt, wenn es nicht wieder irgendwelche Probleme gibt, ich hoffe mal nicht. Irgendwie ist die Kornwelt dafür verflucht. Wenn es Probleme gibt, dann gibt es sie immer auf der Kornwelt. ja, leider ist das so. Ich weiß auch nicht warum. Mal gucken, ob das denn heute am heutigen Dienstag dann auch so ist. Ja, Leute, so ist es halt bei mir. Ja, 3:30 nachmittags und ich bin todmüde. Eigentlich müsste ich jetzt schlafen. Aber gut. Genug gelabert. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, vielleicht habt ihr Lust, noch das ein oder andere Video von mir zu schauen oder mir noch, ne, ein Däumchen nicht vergessen in nördliche Richtung da zu lassen. Oder einen Kommentar. Ich habe heute, glaube ich, wenig gesagt, was ihr mir in die Kommentare schreiben sollt. War nicht so gut. Dafür gibt es dann andere Videos jetzt hier noch verlinkt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, vor allen Dingen genießt euer Leben. Und ich bin raus. Und genau. Ciao.